Hi, ich bin Linda und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich dachte mir, weil ich nämlich heute sowieso einige Profilbildvideos vordrehen möchte, dass ich euch heute einfach mal so ein bisschen behind the scene mitnehme. Denn ich weiß ja ganz genau, dass ihr eigentlich immer nur diese Perspektive so von oben seht, wo man einfach nur das Handy sieht. Beziehungsweise nicht mal das Handy, sondern einfach nur das iPad sieht und meine Platte. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute einfach mal, wie ich meine Videos drehe, nehme euch einfach ein bisschen mit behind the scenes und ich würde sagen, starten wir doch direkt rein. Wenn dir meine Videos gefallen und du irgendwie mehr von mir sehen möchtest, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat, was du gerne mehr sehen möchtest und gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ihr seht es schon hinter mir und zwar, das hier ist schon alles, mit dem ich eigentlich filme. Und zwar benutze ich wirklich nur zwei Körbe, dann eine so eine Holzplatte und dann habe ich hier noch, Moment, hier noch so einen grünen Reifen und den benutze ich tatsächlich schon seit Anfang an. Einfach nur, damit das Video irgendwie nicht so extrem langweilig aussieht. Und mein Videoset ist jetzt auf jeden Fall schon fertig. Ich habe es wirklich immer super, super schnell aufgebaut. Und jetzt kommt nur noch mein iPad und mein Handy zum Einsatz. Und dann geht's gleich weiter. Hier sieht man dann quasi, wie das dann wirklich auf dem Video wirkt. Dazu lege ich mir hier immer noch mein Kissen hin, damit es nicht ganz so unbequem ist. Und das ist es. An der Stelle kurze Unterbrechung und auf jeden Fall die Frage, dachtet ihr, dass mein Videoset so aussieht? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Es kann ja gut sein, dass ihr schon so mein Video irgendwie gesehen habt, wo ich das Videoset gezeigt habe. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, hättet ihr gedacht, dass ich das so drehe? Würde mich mal sehr interessieren. Ich dachte, ich nehme euch jetzt auch mal noch so unter mein Handy mit, denn ich dachte mir, ich zeige euch jetzt mal, für wen ich denn jetzt heute nämlich noch plane. Denn ihr habt gerade eben schon gesehen, ich hatte nämlich noch eins für Nika Sophie gemacht. Das Video habe ich aber noch nicht geschnitten und bearbeitet und auch noch nicht hochgeladen. Aber ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sogar noch zur Auswahl, welche ich mache. Mein iPad, also ich habe ja, das hier ist mein altes iPad. Das hält leider nicht so lange. Das habe ich ja schon seit 2018. Und dementsprechend ist der Akku wirklich schon sehr kaputt. Und normalerweise hält der Akku von meinem iPad nur noch für so zwei Profilbilder. Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Und ich würde sagen, ich zeige dir jetzt mal, welche auf dem Plan stehen. So, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, welche wir jetzt auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich dieses schöne Bild hier von Anna gefunden. Fand ich richtig schön und ich glaube, da können wir wieder so ein richtig schönes Glamour-Profilbild draus machen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall umsetzen. Dann haben wir noch zur Auswahl, Theresa Bauer, dachte ich auch, richtig cool, weil ich liebe auch dieses Bild. Und so beige hatte ich jetzt auch schon sehr lang nicht mehr. Dann haben wir natürlich noch Alina Moore, weil ich mir einfach dachte so, hey, ganz ehrlich, wir alle kennen sie von Musical.ly, jetzt ist sie schwanger und können wir richtig schön ein Profilbild umsetzen. Genau, ansonsten habe ich noch Nadine zur Auswahl, weil ich da auch schon sehr, sehr lang keins mehr gemacht habe. Ich finde sie super hübsch, super sympathisch und ich glaube, dass wir das hier auch noch umsetzen werden. Genau, ansonsten, die Walsers habe ich auch noch zur Auswahl, weil ihr die nämlich auch ganz oft gewünscht hattet. Habe ich nämlich auch schon hier als Foto eingefügt, dass ich das nicht vergesse. Und hier habe ich auch noch ein paar, die ich eventuell noch umsetzen könnte. Aber mal schauen. Wir haben jetzt wirklich einige in der engeren Auswahl, die ich halt wirklich schon so als Bild eingefügt habe. Ihr könnt mir aber, wie gesagt, auch jederzeit in die Kommentare schreiben, welche Profilbilder ihr euch wünschen würdet. Und dann würde ich die dann auch eben umsetzen. Das heißt, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Dann starten wir auf jeden Fall jetzt mal
diese Aufnahme und ich fange jetzt erstmal an, dieses Bild hier auszuschneiden. Also, let's go. Als allererstes mache ich ja wirklich immer erstmal das Ganze zum Ausschneiden. Ich bin tatsächlich gerade jetzt hier auch noch parallel, während ich das Video jetzt hier aufnehme, auch am Überlegen, ob ich tatsächlich hier diesen Balkon mit reinnehme oder nicht. Aber es wäre halt wirklich sehr, sehr viel Ausschneidearbeit. Deswegen werde ich da mal kurz schauen. Ein kurzes Hallo aus dem Behind the Scenes. Das erste Profilbild ist jetzt schon fertig und auch das Profilbildvideo ist im Kasten, wenn man das so sagen kann. Genau, auf jeden Fall hat jetzt mein iPad noch 60% Akku. Das heißt, hat jetzt wirklich durch dieses eine Profilbild 40% verloren, was schon echt ein bisschen crazy ist. Aber egal, das bedeutet, wir haben jetzt auf jeden Fall noch Akku für ein zweites und ein drittes Profilbild. Und mein Handy hat jetzt auch wieder Speicherplatz, weil ich musste zwischendrin Speicherplatz freimachen, weil einfach mein Speicher schon wieder komplett voll ist. Das heißt, ich habe jetzt nochmal alles auf die Festplatte gezogen und jetzt kann ich nochmal ordentlich drehen. Handy ist wieder eingespannt, das heißt, ich werde jetzt das zweite Profilbild machen und ich glaube, ich stelle euch jetzt mal einfach an irgendeine andere Ecke vom Zimmer, damit ihr auch so ein bisschen sehen könnt, wie ich vielleicht arbeite, weil ich habe euch jetzt ja eigentlich nur so den Blick so seitlich und so gesehen, gegeben. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, dass ich euch irgendwie mal irgendwo weiter vorne am Fenster platziere, damit ihr das sehen könnt. Übrigens, kleine Zwischenanmerkung: Normalerweise höre ich parallel immer noch irgendwie Musik oder schaue auf meinem anderen iPad parallel irgendwie eine Serie. Aber dadurch, dass wir jetzt ja heute einfach das Video aufnehmen, natürlich ohne Ton, aber ansonsten habe ich immer Musik in den Ohren. Profilbild Nummer 2 ist auch geschafft und mein iPad hat jetzt nur noch 40%. Wirklich ganz toll. Ich würde sogar sagen, ich bin für heute mal zumindest fertig, weil ich hatte nämlich heute eigentlich auch geplant, einfach zwei Profilbilder einfach zu schaffen. Genau, das heißt, ihr werdet demnächst auf jeden Fall die Endergebnisse davon sehen in den YouTube Short Videos. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr solche Videos öfter haben möchtet, dass ich euch wirklich mal so ein bisschen mitnehme, euch zeige, wie ich vielleicht was mache. Und eventuell auch, ob die Videos tendenziell länger sein dürfen, kürzer sein sollen. Ich weiß ja noch nicht, wie lange dieses Video jetzt geht, aber ich schätze auch mal wieder so 10, 15 Minuten. Genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, zeig mir das wie gesagt gerne, indem du meinen Kanal abonnierst. Vielleicht kommen wir irgendwann mal auf die 30.000. Es ist nicht mehr so viel. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin dabei warst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, abonniere gerne meinen Kanal, dann verpasst du kein Video mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.